Guten Tag, Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich sage euch, dieses Video ist mal was ganz anderes, denn ich habe ein Fahrzeug, wo ich wirklich sagen muss, es ist das geilste Fahrzeug, was ich in diesem Jahr fahren durfte. Mein Traumberuf, als ich klein war, war ja wirklich immer Busfahrer. Und jetzt darf ich 2 Wochen lang mit dem ID.Buzz auch wirklich Bus fahren. Ja? Elektrisch, macht richtig Spaß. Und ich sage euch jetzt schon vorab, dieser kleine Kollege hier, der gar nicht so klein ist, ich zeige euch den Vergleich. So klein ist er gar nicht, bin in was reingetreten. Egal. Der Bus hier, der ID.Buzz, der sorgt auf jeden Fall für ordentlich viel Spaß. Obwohl ich sagen muss, am Anfang war ich etwas skeptisch. Dann habe ich ihn live gesehen und dann ist er direkt in mein Herz gefahren. Und für mich, wie ich schon sagte, das geilste Testauto, was ich in diesem Jahr hatte. Wir kommen jetzt zu den ganzen technischen Details und dann geht es rund. Es gibt so viele Easter Eggs, die in diesem Auto verbaut sind. Die gucken wir uns jetzt gemeinsam mal an. Kommen wir erstmal zu den ganzen technischen Infos zum ID.Buzz. Ich darf nachher erstmal meinen Schuh sauber machen. Von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden. Der Wagen wiegt 2,5 Tonnen, hat eine Ladeleistung von bis zu 170 kW. Und ich muss ehrlich sagen, was ich richtig geil finde, ist auf jeden Fall der Koffer, der ballert so raus, obwohl es so ein Volumen hat. Also es macht so viel Spaß, damit zu fahren. Werden wir ja auch gleich mal testen. Ich finde auch absolut verrückt, wie die Leute auf das Fahrzeug reagieren. Wenn man sich vorne die Front anguckt, er sieht wirklich so süß aus und hat ja auch ein freundliches Gesicht. Ne? Und da will man am liebsten gerne mal ins Blech kneifen und sagen, mit dir wird hier alles gut. Das wird eine tolle Fahrt. Ja, wie ich schon erwähnt habe, die freundliche Front beim ID.Buzz. Aber was ich ganz cool finde, du hast hier wirklich ein durchgezogenes Lichtband. Leider leuchtet in Deutschland das VW-Logo nicht. Dank tollen Gesetzen. Aber trotzdem dieses große VW-Logo. Das ganze Ding ist einfach eine riesen Hommage an die älteren Bullis, die wir von VW ja kennen. Und ich finde alleine, wenn dieses wunderschöne Gefährt auf dich zufährt, drehst du dich um. Und muss lachen. Aber das ja im positiven Sinne, weil ich finde, diese Kommunikation ist richtig gut gelungen. Mir gefällt das einfach unfassbar. Ich will ihn nie wieder abgeben, wie die Leute immer reagieren so. Und dann ist er einfach da. Er ist einfach da. Und wir wissen, er bringt uns sicher von A nach B mit seiner Spitzengeschwindigkeit von 149 km/h. Da ist Feierabend. Aber ist ja auch logisch. Elektrobetriebenes Fahrzeug. Man möchte, dass die Reichweite von bis zu 360, VW sagt 400 Kilometer Reichweite, ich kann euch sagen, so 360, 370 schafft ihr schon. Vor allem, wenn ihr dann natürlich auch ein bisschen mit mehr Schwung fahrt. Ja? Und ja, ist klar, dass man den Wagen dann auch abriegelt. In diesem Fahrzeug gibt es super viele Details, die wir uns gleich gemeinsam angucken. Aber nochmal zurück zu den ganzen technischen Infos. Also ich war am Anfang ein bisschen zwiegespalten, kann man hiermit wirklich gut reisen, auch weil es elektrisch ist, die Reichweite ist immer noch ein Thema, die Infrastruktur in Deutschland. Und ich bin jetzt tatsächlich sehr, sehr viel damit gefahren. Also wir schaffen um die etwa 360, 370 Kilometer, die wir am Stück fahren können. Das Laden geht eigentlich relativ zügig. 170 kW könnt ihr an der Schnellladesäule hier reinpfeffern und dann steht ihr maximal eine halbe Stunde bis zu 80%. Finde ich absolut in Ordnung und man sieht auch schon, es geht immer weiter mit der Technologie. Muss aber auch bedenken, es ist klar, dass das Fahrzeug abgeriegelt ist. Wir haben hier ein Gewicht von 2,5 Tonnen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine ordentliche Masse. Plus ja, die Größe, hinzu kommt noch, dass das Ding wirklich auch für den absoluten Reisebetrieb gedacht ist und jetzt nicht, dass ihr damit über den Nürburgring fahren sollt. Daher finde ich die Abriegelung bei 149 km/h absolut in Ordnung. Coole Funktion, by the way. Ich muss sagen, von hinten gefällt er mir eigentlich am besten. Es ist einfach so ein Kasten. Ah, sehr, sehr schön. Ich habe ihn immer Ziegelstein genannt wegen der Farbe. Und es ist richtig cool, denn man kann tatsächlich wegen dem freundlichen Design auch, hat sich VW gedacht, was können wir da noch machen? Ihr könnt im Konfigurator verschiedene 2 Farben wählen. Wir haben jetzt hier dieses Orange, gibt es aber tatsächlich auch in Grün und in Gelb. Wobei das Grün ist eher so ein Türkis. Und das Nice an diesem Detail ist, dass sich auch der ganze Innenraum daran anpasst. Das zeige ich euch aber gleich. Durchgezogenes Lichtband. Macht ein Heck immer richtig schön modern.
Und das hat VW bei den ID-Modellen ja wirklich schon schön umgesetzt. Gefällt mir richtig gut. Jetzt ist erstmal die große Frage, wie viel passt denn hier rein? Übrigens auch sehr, sehr geiles Detail, dass das hier so ein bisschen absteht. Ja, ID-Bus. Kennt ihr dieses Video mit Bentley? ID-Bus. Warte, ich muss das ja so machen. Moment. Läuft das Ding noch hier? Warte mal. So. ID-Bus. Ist das dumm? Warte. Kennst du das Originalvideo mit Bentley? Okay. So, gucken wir mal rein, wie viel Platz wir denn haben. Du meine Herren, da kannst du aber wirklich hier noch einiges verstauen. So, jetzt habe ich mal die Sitzung geklappt und das Ding rausgenommen. Jetzt guck mal, wie viel Platz man hier drin hat. Ich sag dir, wenn du jetzt hier noch eine schöne Decke reinlegst, ne, Kissen, und du fährst, machst hier einen Roadtrip mit, ja? Wenn du an der Ladesäule zum Beispiel die halbe Stunde stehst, kannst du dir hier alles schön hinlegen. Und dann machst du einfach, ist das ein tolles Leben. Der ID.Bus und ich, ne? Da sehe ich mich, Leute, wirklich. So ein praktisches Fahrzeug. Du kannst hier super viel mit transportieren. Gibt es auch als Cargo-Variante, muss man auch noch sagen. Du kannst hier so viel transportieren. Du kannst hier super viele Leute mitnehmen. Du hast unfassbar viel Space. Und ja, kann man nicht klagen, ne? Ich ruhe mich jetzt erstmal aus, bevor das weitergeht mit dem Video. Hallo? Kannst du mal aufmachen? Wenn ihr sagt, Moment mal, das reicht mir nicht, ich brauche noch mehr Space, dann könnt ihr tatsächlich einen Anhänger dran kloppen. Bis zu 1000 Kilogramm. Zack. Ran mit dem Anhänger und los geht's. Was ein tolles Fahrzeug, oder, der ID.Bus. Also wir haben jetzt schon ein paar Kleinigkeiten gesehen und ich habe euch sehr viele Details genannt zu den technischen Infos. Ich fasse zusammen. Also, von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden bei 204 PS und eine Topgeschwindigkeit von 149 km/h ist abgeriegelt. Elektrisches Fahrzeug, ja, ist kein Hybrid, 100% Elektrik. Hommage an die alten Bullis T1 und T2. Super freundliches Design. Gibt es in verschiedenen Möglichkeiten, sich verschiedene Farbkombinationen auszusuchen. Tatsächlich, ja, haben wir jetzt hier Orange, gibt es in Grün bzw. Mint und auch in Gelb. Der ganze Innenraum passt sich dementsprechend auch an. Und das sind schon sehr, sehr viele Fakten. Aber das Fahrzeug hat unfassbar viele Überraschungen. Ich muss noch eine Sache sagen, das ist natürlich die größte Frage. Was kostet denn eigentlich so ein ID.Bus? Ab 65.000 Euro könnt ihr im Konfigurator von VW loslegen. Und ich finde, das ist ein Preis, der meiner Meinung nach absolut gerechtfertigt ist, weil dieses Fahrzeug bietet nicht nur sehr viel Space, auch Reisekomfort, sondern auch Spaß. Und Easter Eggs, das ist doch, was wir sehen wollen. Es gibt sehr viel zu entdecken und das gucken wir uns jetzt mal im Detail an. Ein Bus voller Überraschungen. Wir kommen jetzt zum Innenraum und hier gibt es unfassbar viel zu entdecken, was am Anfang gar nicht so auffällt, aber sehr praktisch ist. Armlehnen zum Fahren und Reisen für den Fahrer und für den Beifahrer. So schön fahren so. Dann Getränke. Könnt ihr hier rein packen, zack. Einfach schön die Flasche rein. Let's go, Leute. Dann Türen können wir über die Mittelkonsole öffnen und schließen. Aber mein wahres Highlight ist, und das sind solche kleinen Sachen, hier haben wir einmal einen Flaschenöffner. Tada. Und wir haben einmal hier einen Kratzer für den Winter. Aber wenn euch das zu viel ist, könnt ihr einfach sagen, ich brauche ein bisschen mehr Space und nehmt das Ding und stellt es raus. Und zack, habt ihr mehr Platz hier zwischendurch. Dann mein absolutes Highlight, dieses Lenkrad. Schön weiß, der ganze Innenraum weiß, schön mit Holz hier. Wir haben auch die Wagenfarbe von außen im Fahrzeug verbaut, wie ich ja erklärt habe. Zieht sich das Design einmal komplett auch durch den Innenraum, so ergänzt sich außen und innen. Und je nachdem, welche Farbe ihr wählt, ändert sich auch der Innenraum. Infotainment-System, das neueste von VW, relativ praktisch gehalten. Ja, Navigation, dann haben wir hier Radio, also ihr findet all das, was ihr halt so benötigt. Wichtiger Hinweis, Laden. Ja, da findet ihr, wie viel Reichweite ihr habt. Ihr könnt aber auch direkt die nächsten Ladeorte suchen, sehr, sehr praktisch. Und man muss sagen, ich hätte mir einen größeren Bildschirm gewünscht, auch dass der mit zu mir ein bisschen gedreht ist. Und der kleine Bildschirm hier nochmal, der zeigt euch die Geschwindigkeit an und nur die wichtigsten Infos. Wann muss ich laden, wie viel Prozent habe ich noch? Also relativ spartanisch gehalten, aber darum geht es bei dem Auto ja auch gar nicht. Was ich auch sehr, sehr geil finde, ich liebe ja solche Sachen, ne? In den Türen, Türgriffen, Smileys. Wir gehen mal nach hinten. Okay. Ab nach hinten, da sitzen wir drin, auf der Rückbank. Und hier gibt es auch sehr, sehr viele coole Sachen. Was geht? So, das ist hier unten der ID.Bus einmal auf den Sitz. Ja, dann können wir hier tatsächlich den Sitz auch verstellen.
nach vorne und nach hinten. Dann haben wir noch mehr Platz nach hinten. Sehr praktisch. Smartphone kannst du hier oben in die Tasche reintun. Ne? Ist auch noch mal ein bisschen Platz. Und wie gesagt, guck mal hier. Tisch. Kannst du dann hier so abstellen. Das finde ich auch geil. VW, das finde ich so geil, dass ihr eine Kuhle hier reingemacht habt, damit man dann hier das Handy hinstellen kann. Dann kann man einen Film gucken oder iPad oder was weiß ich. Und dann sitzt du hier schön entspannt, machst du dir noch, hier nimmst du, oh, guck mal. Oh, so kann man doch reisen, Leute, oder? So, eine Armlehne wäre noch gut, ey. Nee, Spaß. Aber das ist doch schon geil. Türschlaufe zum besseren Ein- und Aussteigen. Auch sehr praktisch, ne? Wenn wir uns hier reinhieven müssen. Hier können wir das Fahrzeug, die Tür, hier können wir die Tür öffnen und schließen. Geht aber auch per Knopfdruck, wenn man cool sein will. Und, was ich auch sehr praktisch finde, unfassbar viel Platz. Ich mit meinen 2,10 Meter kann nach oben richtig, ne? Wenn wir schön über den Bordstein fahren oder über Hubbel. Kein Problem, genug viel Platz nach oben. Es gibt allerdings den ID. Bus, das haben wir bei dieser Variante nicht, auch noch mit einem Dachfenster, wo man wirklich einen Panoramablick in den Himmel hat. Absolut verrückt. Okay, natürlich habe ich euch hier die E6 gezeigt. Dann gehen wir nochmal zurück zum Heck. Und da haben wir hier auch richtig cooles Detail, ein kleiner VW-Bus. Geiles Detail, Leute. Pause und Play bei Gas und Bremse. Pause, Play. Pause, Play. Geil. Eine Sache hätte man ja ein bisschen cooler machen können bei dem Aussehen, ne? Bei dem lustigen, freundlichen Aussehen. Hört mal die Hupe, Leute. Ich finde, da hätte man ruhig mal so ein machen können oder ein. Wisst ihr, was ich meine? Klingt ein bisschen so. Da geht noch mehr, Leute. Da geht noch mehr. So. Es wird gefahren. Ich liebe dieses Ding, ne? So. Der ID. Bus. Mann. Der macht richtig Spaß. Ich habe einen tollen Wortwitz. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen den jetzt mal laden. Dann zeigen wir euch mal, wie das Ganze funktioniert und wie schnell das Fahrzeug lädt. Ist natürlich die große Frage. Ne? Elektro und dann noch ein Transporter bzw. so ein Van. Soll man sich den holen für die Family? Komme ich damit weit? Weil wer sich ja so ein Fahrzeug holt, der will ja auch schon eine längere Strecke damit fahren. Dafür ist er ja auch gemacht. Aber erstmal ist die große Frage, was ist denn die Top-Geschwindigkeit? Ich habe es euch schon gesagt, 149 km/h. Wir haben jetzt eine Autobahn ohne Tempolimit von 0 auf 100 in 10,2 Sekunden bei einer Masse von 2,5 Tonnen. Ja, aber ich finde, aufgrund des hohen Drehmoments merkst du gar nicht, also, dass du so viel Gewicht unterm Hintern hast, weil der Koffer, der zieht direkt durch. Also wenn jetzt bei 150 und da war Ende, habt ihr ja gemerkt. Ne? Also, es gab auch auf dem Tacho die Regulierung und dann ist Feierabend. Reicht aber meiner Meinung nach auch. Und es ist so schön, wie hoch man hier einfach sitzt, wie überschaulich. Ha, toll, da macht Autofahren richtig Spaß. Ein Kritikpunkt habe ich am Innenraum und zwar, das hier müsste zum Fahrer geneigt sein. Und ich finde, hier hätte man ein bisschen mehr machen können. So ein paar Spielereien, dass man den kleinen Bus da vielleicht mal drin fahren sieht oder so, weil dieser VW ID. Bus, der trotzt ja nur vor Kleinigkeiten an Easter Eggs, der Smiley, dann haben wir auf der Rückbank ja Sachen gesehen. Warum nicht auch hier was Kleines? Das wäre noch so eine schöne Kleinigkeit. Aber sonst, Infotainment-System habe ich ja schon mal bereits im Golf-Video gezeigt. Ich finde, es ist okay. Also da könnte man mehr machen, es ist okay. Ein bisschen zu sehr verschachtelt, meiner Meinung nach. Aber ja, zurück zu der eigentlichen Frage, wie fährt sich der VW ID. Bus? Ich finde, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten, das Fahrzeug zu bedienen. Man hat Drive Modes, ja, und da kannst du tatsächlich hier auf die Taste Mode drücken und da hast du Sport, Individual und Komfort. Wir sind jetzt im Eco-Modus gefahren, jetzt drücke ich mal auf Individual und da kann man das natürlich auch dementsprechend konfigurieren. Und wir machen jetzt Fahrdynamik Sport zum Beispiel, Lenkung Sport, Antrieb Sport, erstmal auch Sport. Lichtassistenz können wir so lassen. Der hat übrigens das VW ID Light, was ultra nice ist, also Laserlicht. Und es ist auch sehr intelligent. Und jetzt haben wir sportliches Fahrwerk. Du merkst natürlich, der liegt viel mehr besser auf der Straße. Es ist nicht mehr so schwammiges Fahren. Und der ID. Bus nimmt auch schon wirklich hier jede Unebenheit der Autobahn mit. Ist aber geil, so ein Van oder so ein Bus mal so zu fahren. Ein bisschen sportlich straffer jetzt, würde ich sagen. Aber es ist jetzt auch jetzt nicht so die sportliche Revolution. Ne? Also wer jetzt sagt, boah, kann ich damit richtig mal hier zundern? Nein, dafür ist das Fahrzeug gar nicht ausgelegt. Ja, jetzt geht's zum Laden und ich kann nicht allzu viel zum Fahren sagen, denn es fährt sich halt einfach sehr gut, finde ich. Es ist ein sehr gutes Fahrwerk, sowohl im Eco als auch im Sport.
Alles ist sehr hochwertig hier verarbeitet. Das Lenkrad finde ich ultra schön. Du findest alle Tasten, wo sie haben muss. Kritikpunkt bei VW ist natürlich immer, warum ist das hier nicht beleuchtet, Leute? Warum habt ihr nicht beleuchtet? Es ist nicht beleuchtet. Also du kannst es nicht beleuchten. Du kannst, im Dunkeln suchst du hier. Wo ist der, wo muss ich hin? Was ist, wo muss ich lang? Das ist so, das hätte man auch besser machen können. Also bin ich ehrlich. Aber gut. So, jetzt wird geladen. Mit einer Schnellladesäule. Zack. Und zack. Das geht rucki zucki. Dann müssen wir jetzt einfach, ganz easy, den Code scannen. So, machen wir mal. Scannen wir den Code. Dann trage ich meine Daten ein, verbinde das mit meiner Kreditkarte, was alles schon passiert ist. Kann mir aber auch einen Account hinlegen. Wir sind an der Station 6. Das ist sie. Ladevorgang starten. Ja, ich möchte eine Rechnung erhalten. So, Bestätigung. Jetzt gebe ich ganz kurz alles mal ein. Eine Sekunde. So. Mit deiner Kreditkarte mit Apple Pay bezahlen. Machen wir so. Apple Pay. So, das war's schon. Das war's schon. Ich bin ein introvertierter Mensch. Ich muss jetzt mit keinem Menschen reden. Das ist schon mal ganz gut. So, warten auf Verbindung. So, jetzt ist der ID.Buzz angeschlossen. Wir haben 28% und laden mit 135 kW gerade. Ich glaube, wir stehen jetzt hier so auf 70-80% zu kommen, so 10, 15, 20 Minuten ungefähr. Von 0 auf 80 dauert es laut VW 30 bis 35 Minuten. Ist für mich absolut in Ordnung, wenn man bedenkt, dass wir dafür dann 350 bis 380 Kilometer Reichweite. Man muss natürlich bedenken, wie die Temperaturen sind. Wie fahre ich mit dem Fahrzeug? Bin ich etwas zügiger unterwegs? Bleibe ich bei 100? Schalte ich den Tempomat an und slide einfach über die Autobahn? Aber hier sind aktuell gerade 130 kW, die ins Fahrzeug gehen. Und während wir gerade reden, haben wir schon 3% erreicht. Also absolut in Ordnung, finde ich. So Leute, wir haben uns ein bisschen Nahrung jetzt geholt. Und dann sind wir jetzt so 5 Minuten drin gewesen. Und jetzt sind wir auf 47%. Ist okay. Also da holst du dir schnell mal Chips. Dann steckst du den hier wieder rein. Ist super auch mit der Baustelle hier. Ist ja gar nicht überhaupt nicht störend. Und dann können wir jetzt können wir jetzt weiterfahren. Kurz noch, ist ja auch sehr, sehr wichtig. Wenn man sich so ein Fahrzeug anschaffen will, wie sind die Verbrauchsdaten? Laut VW ist es so, dass man 21 kWh im Durchschnitt auf 100 Kilometer verbraucht mit der 77 kWh Batterie, die da verbaut ist. Und ist ein solider Wert, finde ich. Also ich sage es ja selbst, ich bin jetzt mit dem Fahrzeug gefahren. Ich finde die Abriegelung sehr sinnvoll. Ich finde die Reichweite ist in Ordnung. Könnte mehr sein, sind wir mal ehrlich. Also vor allem bei dem Konzept des Fahrzeugs. Aber vieles hängt auch immer von den Temperaturen ab und wie ihr damit fahrt. Weißt du, was krass ist, Leute? Wir sind ja gerade an der Ladesäule gewesen. Und hier ist einfach ein Schokoladen-Outlet. Also, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Schokoladen-Outlet. Da muss ich noch mal hin. Cooles Gimmick noch, neben der ganzen Fahrerei, ist, dass es im Innenraum natürlich auch Ambientbeleuchtung und so weiter und so fort gibt. Aber, guck mal, was VW gemacht hat. Diese coole blaue Linie hier, seht ihr die? Die zeigt uns jetzt, wir sollen hier abbiegen. Finde ich ein cooles Detail. Ist nice. Aber es ist halt eine Funktion, die es aus den ID-Modellen gibt. Ich muss allerdings eine Sache etwas kritisieren. Das ist das Infotainment-System. Ja, ich habe es ja schon mal damals gesagt, beim Golf-Video, das hätte man vielleicht cooler machen können. Als erstes, ich finde es cool in einer Hinsicht, dass man, wenn man auf Ambient drückt, den Innenraum komplett individuell anpassen kann. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel Euphoria. Und jetzt ändert sich alles in roter Farbumgebung. Und du hast jetzt auch, dass dein Infotainment-System rot ist. Ist eine coole Spielerei. Alles ist jetzt in den Farben angepasst. Was ich ein bisschen besser hätte gefunden, wenn du jetzt auf Fahrzeug drückst. Ja? Du drückst auf Innen. So. Und jetzt willst du das Innenlicht, die Ambientbeleuchtung anpassen. Dann drückst du logischerweise auf Innenlicht. Da findest du die Funktion aber nicht. Sondern du gehst wieder aufs Menü, musst einen weiter sliden. Und dann drückst du auf Ambient. Und dann kannst du die Farbe anpassen. Und das ist, VW, das geht besser. Also das ist wirklich ein Kritikpunkt bei den ID-Modellen, was ich aktuell habe und auch beim Golf hatte. Das Infotainment-System ist zu sehr verschachtelt in seinen Optionen. Allerdings, kleiner Side-Fact noch, das Fahrzeug kann auch Abstand halten, Spurhalteassistent, also alle
Assistenzsysteme an Bord, die es gibt. Die Sicherheit wird natürlich extrem hochgeschrieben und das finde ich auch sehr, sehr gut. La 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 la, ey, die Bass macht Spaß. La la la. So, liebe Leute, das war das Video zum ID-Bus und ich muss ehrlich sagen, halt die Goschen, es hat wirklich Spaß gemacht. So ein geiles Auto, ich hätte das niemals gedacht, dass mir tatsächlich der Koffer, und es ist ja wirklich ein Koffer, so viel Spaß macht. Also, ab 65.000 Euro geht's los, ihr habt unfassbar viel für den Alltag hier an Platz, ihr habt Reichweite und der neue Kollege mit mehr Radabstand kommt jetzt auch noch dazu. Also, was soll man sagen? Ein wunderschönes Kfz. Danke an VW. Checkt die beiden Videos ab, die jetzt hier noch angezeigt werden. Und ich sag mal Folgendes. Tschö mit Ö. VW, bitte, wenn es möglich ist, schenkt mir einen ID-Bus. In grün oder in gelb. Ich würde in gelb nehmen. Gelb ist eine tolle Farbe. Wie die Sonne, die gerade scheint. Bald wird wieder kalt, Leute. Ne? Winter kommt. Ach nee. Was ist denn eure Lieblingsjahreszeit? Schreibt es mal in die Kommentare. Denn meine Lieblingsjahreszeit ist Frühling. Und das wollte ich euch einfach nur mal erzählen. Ciao.